Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Auch heute wieder geht es mal um das Innenleben von Barfußschuhen. Ist doch mal was anderes. Und zwar wurden wir in der letzten Zeit sehr häufig mit einem Thema konfrontiert. Und zwar, dass teilweise die schönen Barfußschuhe immer schwerer werden. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Klären wir mal ganz kurz auf. Dadurch, dass die Schuhe ja in der letzten Zeit durch ihre sehr flexible Ausführung und dieser besonders weichen, nicht immer angespritzten Sohle, sondern eben halt flexibel genähten, Sohlennaht so besonders weich und flexibel sind, also ganz im Sinne des Barfußlaufens, werden die Eltern neuerdings mit einem ganz neuen Problem konfrontiert. Und das ist nämlich Folgendes. Dadurch, dass die Schuhe also besonders weich in der Flexibilität und natürlich auch sehr weich in der Verbindung zwischen Schaft und Sohle gearbeitet sind, entfällt jetzt die sogenannte fest verklebte Brandsohle. Das übernimmt meist eine textile Brandsohle oder eine aus Textilfasern. Muss man sich mal anschauen, findet man immer ganz einfach, wenn man den Schuh aufklettet, die Ledersohle rausnimmt, so wie ich das jetzt schon mal gemacht habe, also die Innensohle herausnimmt, kann man immer einen Blick in das Innere des Schuhs werfen. Und dann sehe ich sozusagen das, was den Fuß halt trägt. Hier ist es sozusagen ein Textilgemisch, nicht gewebt, sondern ich sag mal so ähnlich wie ein Textilfilz gemacht. Und das übernimmt dann hier die Funktion der Brandsohle, die den Schaft trägt und die Verbindung zwischen Schaft und Sohle herstellt. Aufgrund dessen, dass wir ja alle besonders weiche und flexible Schuhe heutzutage haben wollen, ist die Verklebung zwischen Schaft und Sohle auch nicht mehr so fest und steif wie noch vor Jahrzehnten. Das heißt, auch hier wird meistens nur ein Sprühkleber verwendet, der dann sozusagen den Schaft in der Sohle erstmal fixiert. Und den letztlichen Halt bekommt auch hier nochmal der Schuh durch meistens so eine flexible, umlaufende Naht. Das heißt, man hat also zwei Sicherungen. Einmal die angeklebte Sohle, also leicht fixierte, angeklebte Sohle und natürlich dann nochmal zusätzlich diese Naht. Und hier sieht man es auch sehr schön, die ist meistens sogar auch tiefer gelegt. So, und dann hat man eben halt das Problem, Kinder gehen sehr gern auf dem Spielplatz in den Sandkasten. So, oder ich sag mal, der Kindergarten an sich hat einen so schönen großen Spielplatz, wo man praktisch im Sand versinkt. Die Spielplätze in Deutschland sind auch meistens nochmal mit einem Sandboden ausgelegt. Also das heißt, Sand, Sand, Sand kommt überall mal in die Schuhe rein. Und wer es schon festgestellt hat, man kann eigentlich, wenn man so einen schön flexiblen Schuh hat, Barfußschuh generell, die kann man eigentlich jeden Tag ausklopfen. Es kommt immer Sand raus. Nun hat aber auch der Sand die Eigenschaften, sich sozusagen, dass diese flexible Naht, nennt sich sozusagen Strobelnaht, es ist ein gestrobelter Schaft, der befindet sich hier an den Seiten, die Nähte, und die Zwischenabstände sind relativ groß, variieren auch immer von Lieferant zu Lieferant, und da schnuppeln sich dann sozusagen die Sandkörnchen in diesen leichten Zwischenraum, der sich da manchmal bilden kann, zwischen der Textilsohle und der Laufsohle schlechthin. So, dann sucht sich der Sand den Schwerpunkt. Also entweder ich rutsche nach vorne im Schuh oder nach hinten. Und dann bilden sich manchmal Beulen in den Schuhen. Zum anderen merkt man es auch daran, ups, der ist aber ganz schön schwer geworden, der Schuh mit der Zeit. Dann hat das eben halt diesen Hintergrund. Und weil es sozusagen nicht gerade einmal in der letzten Zeit gewesen ist, dass wir daraufhin angesprochen wurden, möchte ich Sie einfach mal darauf aufklären. Also es ist kein Reklamationsgrund, weil wenn ich einen flexiblen Schuh habe, ist das sozusagen der Nachteil dessen, dass ich da Sand hineinsetzen kann. Und hier gibt es auch eine ganz, ganz einfache Lösung.
Das sage ich immer zu meinen Eltern. Nehmen Sie eine große Stopfnadel, suchen Sie sich den Punkt, wo das meiste sozusagen sich vom Sand gesammelt hat, machen da mal 2-3 Löcherchen in diese textile Brandsohle rein und dann heißt es klopfen. Klopfen, 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 klopfen und Sie werden erstaunt sein, wie viel dann im Eigentlichen aus dem Schuh herauskommt. So, und da nehme ich natürlich keine Lieferanten aus, weil ich denke mal, dieses Problem ist generell übergreifend. Egal, ob das beim Däumling wäre oder wie zum Beispiel der Vorläufer beim Frodo der Pikes, auch der hat innen drinne nur diese Strobelnaht und bei dem wäre das Problem dasselbige. Girl, Frodo, die richtigen Barfußschuhe, auch die haben alle nur eine gestrobelte Innensohle. Und demzufolge, je nachdem, ich sag mal, kann sich es auch daran unterscheiden, wie intensiv diese Sprühklebung mit ist. Aber das wissen wir als Händler nicht und ich glaube, der Lieferant selber weiß es nicht, weil das ist eine reine Produktionscharge bzw. ein Vorgang, auf den wir jetzt keinen Einfluss haben. Und demzufolge wäre das ein Problem, was generell durch die Bank durchgeht, egal welcher Barfußanbieter oder welcher Anbieter flexible Schuhe mit herausnehmbarer Innensohle führt, wird meistens auf diese Schuhfertigungstechnik zurückgreifen. Also, das Problem geht von klein bis groß, kann man nicht unbedingt generell ausschließen, kann also bei jedem Schuh passieren und es gibt eine denkbar einfache Hilfe, klopfen und ein paar kleine Nadelstiche. Bitte den Schuh nicht aufschneiden mit einem Cutter oder scharfen Messer, weil dann würde ja der Sand erst recht eindringen. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein so schönes Laufgefühl ist, wenn sich dann mit der Zeit sozusagen die aufgeschnittene Stelle rumwurstelt und dann sogar durch eine dünne Decksohle zu spüren ist. So, Problem gelöst. Was wollt ihr mehr? Und wieder was dazugelernt? Dafür sind wir da. Und dann warte ich mal sagen, lieben Dank an und die Abonnenten. Wir haben da schon wieder so ein paar neue Leute dazu gekriegt. Finde ich richtig gut. Seid interessiert, seid neugierig. Wir sind es auch und wir laden euch gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin.